Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Motava 10. Heute geht es mal wieder um eine Grafikkarte und zwar um die Sapphire HD 7950 in der OC-Edition. Viel Spaß! Kommen wir erstmal zur Verpackung. Uns erwartet eine Dame im militärischen Outfit. Das lassen wir einfach mal so stehen. Die Karte hat 3 GB RAM und eine Speicheranbindung von 384 Bit. Kommt in der Overclock-Edition, hat die Software Trix mit dabei. Das ist ein Tweak and Overclock Utility für die Sapphire Cards. Und hier unten seht ihr noch so einen Aufkleber, dass die Karte mit einem 1,8 Meter HDMI Highspeed-Kabel daherkommt. Ansonsten hier noch zu sehen, ich versuche euch das nur ein bisschen reinzusuchen. Das Ganze hat einen Dual-Fan, damit die ganze Sache noch leiser und kühler ist. Ein Dual BIOS, hat PCI Express 3.0, ein HDMI-Port, klar DisplayPorts 1.2, zwei Stück davon. AMD iFinity 2.0 kann also bis zu 4 Monitore unterstützen und ist im 28-Nanometer-Verfahren gefertigt. Jetzt zoomen wir das Ganze wieder raus. Hier an der Seite ist immer das kleine Ding hier zu sehen, HD 7950. Sieht man überhaupt was? 3G DDR5 PCI Express HDMI DVI Dual Mini DisplayPort Overclock Version. Ja, das ist also die Version und die machen wir erstmal aus. Erwartet zuerst die Grafikkarte. Und wie schon beim letzten Mal bei der Vapor X, die ich vorgestellt habe, wird sofort darauf hingewiesen, dass diese Grafikkarte auf jeden Fall mit dem Power Supply, das heißt mit dem Netzteil verbunden werden muss. Hier sieht man auch extra, wo diese Anschlüsse wahrscheinlich zu finden sind auf der Grafikkarte. Die schematische Darstellung scheint schon ein bisschen älter zu sein. Das soll aber nicht weiter stören und wir gucken uns erstmal das weitere Zubehör an. Jetzt ist erstmal das Zubehör dran. Uns erwartet ein HDMI-Kabel, wie bereits erwähnt, das steht auch draußen auf der Verpackung. Jetzt ein Anschluss von HDMI auf DVI. Zwei Power Connector von, das sind jetzt SATA, nein, das sind Molex, 4-Pin Molex Anschlüsse auf die jeweiligen Grafikkartenanschlüsse, falls euer Netzteil das nicht unterstützen sollte. Hier haben wir einen Adapter von VGA auf DVI. Der ist auch mit dabei. Dann eine Crossfire Bridge, eine einfache. Also die reicht genau für zwei Grafikkarten, um die miteinander zu verbinden. Dann einmal ein Quick Installation Guide in unterschiedlichen Sprachen und ein kleiner Guide zum Registrieren auf der Sapphire-Seite für besondere Angebote. Dann natürlich noch die Treiber-CD mit einem kleinen, na, wo haben wir ihn? Da haben wir ihn. Mit einem kleinen Aufkleber. Der sieht so aus. Etwas unscharf heute. So, den kann man sich dann danach, wenn man möchte, an den PC ausmachen. Alles wieder rein und wir schauen uns gleich erstmal die Grafikkarte an. Die Grafikkarte ist gut geschützt in dieser antistatischen Verpackung und damit wir sie jetzt beim Auspacken nicht irgendwie beschädigen, muss ich mich erstmal erden. Das mache ich mal kurz. Jetzt kann ich die Karte auch auspacken. So, was fällt euch als erstes auf, was fällt generell auf? Kommt darauf an, von welcher Seite man sich das Ganze erstmal anguckt. Also auffallend ist auf jeden Fall, das ist nicht das Referenzdesign. Sapphire bedient sich hier zweier Lüfter, jeweils 85 mm Lüfter und eines ganz anderen Kühlers, anders als das Referenzdesign von AMD. Hier von der Seite sieht man jetzt jeweils 8 mm Heatpipes außen, rechts und links. 2, 3, 6 mm Heatpipes in der Mitte. Ihr seht vielleicht auch, der PCB ist in blau gehalten. Auch das entspricht nicht dem Referenzdesign. Wenn wir jetzt die andere Seite mal angucken, seht ihr jetzt hier einen DVI-Ausgang. Einmal HDMI mit dem Standard 1,4A. Hier zwei Mini-Display-Ports. Dann schauen wir uns die andere Seite an. Hier werde ich mal versuchen, das Ganze ein bisschen rein zu zoomen, weil so sieht man ja nicht wirklich viel. Da gibt es noch so ein paar Kleinigkeiten zu sehen. Das hier sind die Anschlüsse für die Crossfire Bridge. Insgesamt kann man hier von 4 Grafikkarten
des Typs miteinander verbinden. Deswegen gibt es hier zwei Stück davon. Das ist der Dual-BIOS-Schalter. Damit kann man das BIOS umschalten. Von der Seite sieht man auch, dass die Heatpipes nicht direkt auf der GPU aufliegen, sondern dass darunter noch ein kleiner Kupferblock ist. Hier hinten zu sehen die Anschlüsse für das Netzteil. Für den Fall, dass ihr derzeit kein passendes Netzteil habt, gibt es ja immerhin die Adapter, die bei der Grafikkarte beiliegen. So, hier gibt es jetzt nochmal den Kühlblock zu sehen. Wie gesagt, der besteht aus Kupfer, ist nicht vernickelt. Hier an der Seite gibt es die beiden Crossfire-Plätze und hier daneben ganz im Kleinen den kleinen Schalter für das Dual-BIOS zum Umstellen. Was noch auffällt ist, nicht nur der PCB hat eine andere Farbe, nein, dieser Kühler, das sieht man hier an der Seite zum Beispiel auch, und hier sieht man es und hier sieht man es auch, der Kühler, der hier aufgesetzt wurde, geht über den PCB hinaus. Das kann dazu führen, dass ihr bei ganz kleinen Systemen ein wenig Platzmangel bekommt. Was ich vermutet hätte, dass Sapphire der Grafikkarte eine Vapor Chamber verpasst hat, sich leider nicht bewahrheitet, aber das kann ja noch kommen. So, das war also der erste Eindruck. Der ist diesmal ein bisschen länger geworden, weil es so viel zu erzählen gibt zu der Grafikkarte. Ich habe immer noch nicht alles erzählt, das kommt beim nächsten Mal. Jo, und wir sehen uns beim nächsten Mal auf Mutava 10. Tschüss!